Willkommen bei Billy und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute das Stairwexperiment für euch und haben uns schon die Wanderschuhe angezogen und auf geht's auf die Treppen. Fertig, los. I am Abu, your automated testing unit. Today you will be exploring SCP-0870. You must descend down the stairwell and complete the assigned tasks. Follow the instructions carefully. Any deviation will be detected and you will need to reattempt the task. Once complete, you may ascend the stairwell and I will unlock the door. You will then be free to leave. Aha. Okay. Okay. Ja, das sowas passiert, wenn du halt Sound an Bord hast. Was war das denn gerade? Was ist das gerade? Was war das denn? Moment. Ist das fake oder was? Warte mal, ich kann auch nicht springen. Stopp mal, klatsche ich jetzt hier gleich runter? Nö, ich bin einfach durchgefallen. Das ist ja legendär, Alter. Das ist ja legendär. Okay, gut, wir laufen mal los. Oh, oh. Okay, also wenn er springen sagt, dann muss ich springen, weil ansonsten fällt die Stufe weg. Das ist ja auch toll. Okay. Ah! Oh, das ist ja fies. Du musst also auch noch hinkriegen, wo du hinläufst. Das ist ja gemein. Okay. Also so eine Mischung aus SCP und Super Mario. Na gut, auf geht's. Alles klar. Ich habe so leichte U96-Flashbacks, wenn ich diese Stimme höre. On Extensions. Ah. Wer weint dort? Oh. Nein! Mann, ich bin noch hier! Ich bin noch gehüpft! Verzeih nicht! Scheiße! Moment! Wir schaffen Level 100. Keine Angst. Platsch. So. Ich finde auch Menschen, die jede Treppe einzeln nehmen, irgendwie, also jede Stufe einzeln, wenn die so eine Treppe runterlaufen, ist die mit denen stimmt was nicht. Also in der Geschwindigkeit auf jeden Fall. So, okay. Emergency. So, und die SCP-087 kennen, wissen, dass natürlich irgendwann passierte Scheiße irgendwie. Wir hatten tatsächlich SCP-087 schon mal gespielt. Also ich hatte mal das Vergnügen. Es war wirklich übel. Ich habe mich wirklich angefangen vor Schatten zu erschrecken. Ja, weil du irgendwann so wegdriftest hier bei diesem total monoton nach unten gelaufen. Das wird wirklich schlimm irgendwann. Also, ich verliere mich da irgendwann richtig in meinen abstrakten Gedankengängen irgendwie und irgendwann sieht man Sachen, die ja nicht da sind. Bis Sachen plötzlich da sind, die man nicht sehen will. Das klingt so beschissen. So, okay, also, Stage 10 ist jetzt erstmal Thema. Hui! So, ich wünschte, ich könnte am Geländer runter sliden. Wie es sich für einen Jugendlichen gehört. Ich weiß nicht, ob ich einen Jugendlichen spiele. It is vital that you do not move or make any noises during the process. Your line may be controlled during this process. Beginning recording. Aha. Recording terminated. Please do not move or make any noise. Okay. As you did not hear me correctly. Ja gut, okay, nicht bewegen. Please return to the level 10 landing.
Habt ihr das richtig verstanden? Wir sollen uns jetzt 30 Sekunden nicht bewegen und kein Geräusch von uns eben? Zählt einer mit? Manchmal hasse ich mein schlechtes Englisch irgendwie. Wahrscheinlich ist die Aufgabenstellung so mega klar irgendwie, aber mein Stümper-Englisch. Ah ja, irgendwie 30 Sekunden, ja, irgendwas, ja, nee, Noise, okay, alle klar, klopf los. Don't move, ja, ja, klar, geh schon mal. So, okay, also Gabi aus der 5. weint ein bisschen. Klopf jetzt los, was soll's. Hab ich die Aufgabe eben nicht geschafft. So. Hey! Ja, okay. tatsächlich war das auch das Ende von SCP-087, aber allerdings kam es diesmal 140 Stockwerke früher. Ja, was soll ich sagen? Leute, wollen wir nochmal probieren oder wie ist es? Wollt ihr das nochmal sehen? Habe ich was falsch gemacht jetzt? Versteht nicht. So, sagt mal was, Chat. Wollen wir nochmal probieren und dann kicken wir nochmal kurz, was in Englisch gesprochen wurde? Also meines Erachtens nach, warte, irgendwie beweg dich jetzt nicht. Wir müssen jetzt eine Aufnahme machen irgendwie und mach kein Geräusch und bla bla bla, ne? Komm, wir tun's nochmal. It is vital that you do not move or make any voices during the process. Your life may be unknown during this process. Beginning recording. Recording successful. You may now proceed to descend the stairwell for the next task. Oh, Alter, das war ziemlich krass. Oh, cool. Aber wir haben es geschafft. Yay! Freudensprung. So, die nächste Task kommt. Hier sollte der Hausmeister mal ran. Die kommt Stufe 20 oder wo? Stage 20. Wer heult denn hier mal rum? Na, sag mal. Das ist wahrscheinlich die, die wir hochlaufen muss. Ich kann nicht hochlaufen, ich will nicht mehr hochlaufen. Alles klar, mal gucken, was denn los ist. Das fand ich schon ziemlich effektvoll jetzt irgendwie. Ich meine, das ist nur ein schwarzer Bildschirm und ein bisschen Klö-Klö gewesen, war, aber effektiv. So. Sala. So, okay. So, kann ich hier rüberspringen oder kann ich an der Seite vorbeilaufen? Fies, Alter. Das ist ja richtig fies, ey. Wenn du so automatisch irgendwie ramdösig rinläufst, ey. Wie mies. Boah, ich muss aufpassen wie Sau. Best experiments have demonstrated that this will increase activity from SCP-087-1 entity.
It is possible to gain proximity to the dying child. All we have to re-entity decides to do swap of you. If re-entity stays below you, the stairwell will continue expanding forever. The goal of this experiment is to disrupt SCP-087-1 so that it allows you to continue past it. To protect your sanity, it is highly recommended to avoid close encounters with re-entity. You have been provided an extinguished device. If SCP-087-1 does not flee on its own, you may use this device to delay it. Do not use this device unless re-entity demonstrates confident, stubborn behavior. Please descend the stairwell until further instructions are given. Ja, da sag ich jetzt einfach mal, hä? Was? Was? So, Blackmore, was hat er gesagt? Also, ich hab's nicht verstanden. So, wenn ich jetzt irgendwie ein, also, wir müssen jetzt auf unsere Sanity achten. Wenn, ich weiß ja nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, irgendwie, wenn jetzt irgendwie ein Kind über uns heult oder vor uns heult, dann können wir laufen oder können nicht laufen? So, ich kann jetzt hier einen Sound anmachen. Alter, ich hab's nicht gerafft. Ich hab's gerade nicht gerafft, was er von mir wollte. So, wer kann Englisch? Wer hat das verstanden, was da gesagt wurde? Ja, jetzt sind wir alle im Lurk, wa? Jetzt will wieder keiner was schreiben, wa? Schön. Ich bin sonst tot. Tot bin ich. Tot! 1, 2, 5, 7. Grüß dich. Ah. Ja, ich kann jetzt hier so einen Sound anmachen. Ja, ich. Also, wenn ich jetzt hier gerade ausspringe, kann es halt sein, dass ich gleich am Arsch bin. Birch. Yeah. Wie? Wo? Was habe ich verpasst? es ist schwierig zu beschreiben. Es ist schwierig zu beschreiben, 257. Ja, also, sorry, Leute, für die, die jetzt zuschauen auf YouTube irgendwie. Ich bin leider nicht so fit in Englisch irgendwie. Krieg jetzt nicht zusammen, was er von mir wollte. Irgendwie, wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare irgendwie. Ich lese dann wahrscheinlich und werde das Spiel nochmal spielen müssen oder was. Ich weiß ja nicht. Ich laufe jetzt einfach mal. Ich springe. Oh, hei, hei, hei. Hei, 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 hei. Oh, oh, Alter. Oh, das ist ja aber mies. So, ich glaube, ich muss jetzt irgendwie auf Geräusche achten. Wenn ich Geräusche höre, ansonsten ist das jetzt hier endless, oder was? Ja, ihr sagt doch keine neue Nummer an. Oh! Seid ihr zur S-Bahn? Zurückbleiben, bitte. Oder müssen wir einfach bloß, sobald wir jetzt hier SCP-087 sehen, den Sound abspielen, damit er uns in Ruhe lässt? Kann es so einfach sein? Ich glaube nicht. Mann, jetzt ist aber auch bumsdunkel hier, Alter, in dem scheiß Treppenhaus, Alter. Treppenhäuser müssen immer beleuchtet sein. Immer. Oh nein! Ah, verdammte Axt, Alter. Ja, Mist. Schischgebab, Alter. Ja. Ja. Ja, okay, okay. So, ich glaube, ich werde hier nochmal in die Recherche gehen, was eventuell Aufgabe 2 ist irgendwie, weil ansonsten wird das nicht so der große Spielspaß werden. Aber auf jeden Fall, ich fand es erstmal nicht schlecht und ja, mal gucken. Wir sehen uns auf dem nächsten Treppenpodest wieder.